noch raus, gell? Aber erstmal Hallöle und Palimpalim. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist, da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. So, Diana hatte uns ja eigentlich in Blood Money verraten. Und jetzt haben wir den Job, für sie etwas zu erledigen. Jetzt kommt die einzige Stelle, die ich auch nicht weiß, wie die anderweitig zu lösen geht. Das Spiel halt einfach will, dass wir lernen, mit dem Instinktmodus zu arbeiten. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt geht. Doch. Also geht trotzdem im Tutorial. Ich glaube, anders kommt man an ihn auch gar nicht vorbei. Dann machen wir Bam. Wie hört ein bisschen was von Red Dead Redemption, ja? Multi-Kill. Man sieht die Bewertung echt nicht, das ist voll krass. Hey, ich bin ein bisschen getriggert, dass das nicht eingeblendet ist. Schloss knacken. Ja, ich frag mich echt, wie das gehen soll. Soll man die ablenken, dass die hier einen nicht bemerken? Da müsste ich immer nachgucken, wie Santa Strain das gelöst hat damals. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Aber ab jetzt Double Cross Shit. Und hier macht einer auf Gen Concert hier. Mal alles anzünden. Warum will die Agency? Ich weiß nicht, ich schätze, ich ist für dich gestorben. Wieso?
einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Bam, jetzt will ich mal gucken, wie meine... Okay, Profi bin ich. Weil, warum? Ruhigstellung wurde abgezogen. Einsatztitel verändert. Beweis beseitigt. Habe ich aber gemacht? Ja, na gut. Okay, also ich habe nicht die Boni bekommen. Aber, ey, das ist das erste Mal, dass ich das auf Purist jetzt spiele. Was wollt ihr eigentlich? So, hier sehen wir ein paar Sachen, die wir noch hätten abschließen können. Ich habe ja auch davon, wie ihr sehen könnt, schon sehr viel vollendet gehabt. Ich habe mal so die Uni geschafft. Was? Na gut, wir machen erstmal weiter. Denn das war nämlich eigentlich erst der Prolog. Jetzt geht es nämlich erst wirklich zur Sache. Ich glaube, nach Chinatown oder so ging es dann am Anfang. Die Agency kennt meine Verstärker und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh, du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht, keine Partys. Ist ja mittlerweile Standardpreis in Deutschland. Birdie, wir müssen reden. Aber das für nur ein Einzimmer. Mit Toilette auf dem Gang. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Gut. Wir haben die Agency jetzt auch gegen uns. Das heißt, wir tauchen ab. Der König von Chinatown. Wir müssen für Birdie ein paar Aufträge erledigen. Eine Hand wäscht die andere, ne? Achso, ich dachte, der redet noch mit mir. Also, unser... Das ist jetzt echt krass. Also, so puristisch sind die. Dann muss ich mir jetzt die Einsatzziele anschauen. Birdie, früher mal der beste Mann der Agency. Um das Mädchen zu schützen, brauche ich ihn als meine Augen und Ohren. Aber seine Dienste sind nicht billig. Er ist Geschäftsmann. Quid pro quo. Alles hat seinen Preis. Um ihn zu rekrutieren, muss ich zuerst einen Konkurrenten ausschalten. Ob mit Auftrag oder ohne,
Dieser König von Chinatown muss sterben. Gut. Das ist die Punkte-Herausforderung, die ich machen kann. SWAT von Chicago. Und das ist, was ich im Inventar habe. Also, den König von Chinatown ausschalten. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich würde gerne eine mal probieren, ob die mir bei Purist gelingt, weiß ich noch nicht. Weil hier erhöhte Polizeiaufkommen ist. Aber wir werden sehen. I'm a good Dora. Dora. Sorry, Cop. Also hier wimmeln es von Polizisten, das ist halt... Und da ist der König von Chinatown. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, weil er hat nämlich einen Dealer, der da irgendwo oben auch noch ist. Habe ich irgendwas im Inventar, mit dem ich schmeißen kann? Nee. Schade. Da lobe ich mir das beim Reboot, nämlich da hat man nämlich immer ein paar Groschen dabei. Und war auch bei Blood Money genauso. Wenn ich das Messer nehme, bin ich sichtbar bewaffnet. Ich brauche etwas, was nicht als tödliche Waffe aussieht. Also, was... Ah, ich wusste es. Weil ich weiß nämlich, dass der hier hingeht und da runterschaut und dann könnte man ihn da reinschubsen. Problem ist, wenn der Polizist da steht, geht das natürlich nicht. Also brauche ich irgendetwas. Mal gucken. Wir trinken mal kurz hier ein. Da ist eine Flasche. Vielleicht geht's mit der Flasche. Aber das geht nur, wenn ich den Kopf auch wirklich zum Ablenken bringe. Ich guck mal. Der müsste eigentlich jetzt hier gleich runterkommen. Wenn das nicht geht, muss ich halt was anderes versuchen. Dann laden wir die Mission. Nee, der, ich hatte nicht nochmal neu. Ich weiß, dass es Center Strain so gemacht hat damals. Wieso? Wieso geht jetzt der King of Chinatown dahin? Verdammt. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte den da runterschubsen, Mann! Okay, dann machen wir es doch anders. Und zwar mit der Methode, die ich am besten finde. Da muss ich nur ein bisschen jetzt abwarten. Und zwar warte ich jetzt ab, bis der nämlich hier seinen Dealer herbestellt. Außerdem hilft mir dann die Verkleidung sowieso, um an die Beweisstücke ranzukommen. Also die sind halt optional, weil bei einigen Missionen bin ich da eh leider nicht fähig genug für. So, der Snowman, das dauert, bis der hier runterkommt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der Snowman hat da oben nämlich seine Wohnung. Es gab, glaube ich, auch eine Sniper-Challenge, von da oben runterzuschießen. Boah, das ist... Also einige der Herausforderungen sind echt übel, ey. Eins meiner Lieblingslevel, bei dem ich früher immer Scheißdreck gebaut habe, kommt sowieso noch. Ich sag nur Auto, CO4 und Gasolin. Gasolin, na. Also schön spielen. Ah, ich will trotzdem noch was schauen.
der Kopf reagieren würde, wenn ich das mache? Ja, der bleibt da stehen, ne? Also das ist wahrscheinlich weggepatcht worden. Na gut. Dann warten wir halt auf den Snowman. Der ist ja jetzt schon da. Verkleiden finde ich halt auch stylisch. Na, wo ist denn der König von Chinatown? Lässt sich aber gerade Zeit, der Push. Ist aber nicht mehr hier. Ach, der ist dann gerade irgendwo schiffen gegangen. Da ist er. Also man kann auch da reingehen und irgendwas mit dem Kopf machen, habe ich auch schon mal ausprobiert. So, was ich jetzt aber vorhabe, ist so, der Snowman geht jetzt hier gleich runter. Und genau darauf warten wir. Weil er Stoff holen will. Das Interessante ist, ab jetzt ist das eigentlich erst ein betreten verbotenen Bereich. Die Leute stehen da oben, aber keiner kriegt das jetzt mit, was ich das mache. Was ich vorhab. Na, Glatze, nur komm her, komm her. So, und du verschwindest da drin. Geh pennen. Die Knarre brauche ich eigentlich nicht. Weil ja, jetzt wollen wir nämlich dann stylischen Hitman tot machen. Wenn er mit mir redet. Signature Kill. Hab ich mich eben erschrocken. Ach du Scheiße. Ich hab hier noch Teams im Hintergrund. Ah. So, wir dürfen jetzt hier hoch. Warten wir gerade. Ach du Scheiße. Hör doch auf, ich muss Teams schließen. Wo ist denn der? Ja, ich besorg mir ein bisschen Schnee. Okay, aber jetzt denkt er, wir wären der Snowman und er läuft mir hinterher. Komm her. Warte mal, wo war seine Wohnung? Ich hab's heute vergessen. War die da oben? Machen wir jetzt Sightseeing-Tour. Hey, ich kann meine Geschäfte auch machen. Ach, da lang gehen wir. Okay, das Zeug von hier besteht zu 50% aus Reismehl. Aber immer noch besser als das Zeug hier, okay? Ich habe auch mal versucht, hier in den Cops vorbeizukommen, aber das ist echt schwierig überwacht. Mal
Den müsste man dann auch hart ablenken mit der Sabotage hier. Sabotage! Sabotage. Na, kommst du? Okay, wir müssen noch warten, der ist auf dem Weg hierher. Und wie gesagt, hier liegt auch ein Sniper-Gewehr, also man hätte auch da runterschießen können. Wo genau soll es denn hingehen? Nein! Warum? Ich war doch hinter dem! Ich habe Erdrosseln gewählt! Nein! Nein, jetzt muss ich alles neu machen. Nein. Das werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Ich glaube, ich mache mal hier. So, auf ein neues. Na, hoffentlich klappt es jetzt. Oh, ich bin in die Falsche gestiegen. Scheiße. Oh, das war aber knapp. Weil er kommt jetzt gleich. Das war knapp, Alter. Hund muckt doch nicht auf, Alter. Ich bin aufnehmen, der muckt wieder auf. Hier geht das so reibungslos. Und wohin wollte das nicht, ja? Bitte gehen Sie weiter, Sir. Das ist Sache der Polizei. Ich möchte Sie diese Woche jeden Tag sehen. Hier Wechselgeld. Hallo. Hey, ja. Oh, schön, dass Sie zurückrufen. Probieren? Ja, nun. Nein, ich hatte vor einer Woche angerufen und fast anderthalb Stunden mit einem Ihrer Mitarbeiter. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Hier ist Ihr Wechselgeld. Beehren Sie uns bald wieder. Ich möchte Sie diese Woche jeden Tag sehen. Tut mir leid, warum? Zeig mir die Ware. Hey, wollen Sie meine Lieblings- ja. Der Typ dreht echt voll durch, hey. Würden Sie mich bitte mal bedienen? Der König von Chinatown bist. Servus. Ich bin ja nur gegen dich gelaufen. Chill halt mal eine Runde. Dein Bahama Mamas. Würden Sie das bitte lassen? Muss ich es halt besser angehen. Und der Style hier. Weil er sich umgedreht hat, deswegen. Na also.
Das war ein Signature Kill mit der Klavierseite. Du verziehst dich mal hier rein. Oh, es gab sogar einen Benzinkanister hier. Scheiße, was hätten wir alles für eine Sauerei machen können? Egal, erledigt ist erledigt. Es geht mir auch nur ums Durchspielen. Aber verschiedene Sachen werden wir nochmal ausprobieren vielleicht. Gute. So, wenn ich mich richtig erinnere. Ich darf jetzt sogar rennen hier und den macht das gar nichts aus. Eine der Ausgänge war, glaube ich, da vorne links bei den Mopeds gleich. Also hier um die Ecke stehen Mopeds. Da geht's raus. Ne, geh ich schon nicht. Ich bin immer ein bisschen unterwegs. Boom. Chinatown erledigt. Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Das war lautloser Killer. Nice. Ah, gut, eine Ruhigstellung hatten wir, aber den konnten wir verstecken und von daher ist es auch egal. So muss das. Habe ich hier mal Anzuglicht gemacht? Ich habe hier auch Anzuglicht gemacht. Was hab ich früher eigentlich da am Rumskillen ausprobiert? Gut, gehen wir mal weiter. Weil jetzt wird es nämlich schon gleich etwas sehr tricky, weil ich die nächste Mission gar nicht so gut finde. Und nicht so einfach, sagen wir mal so.